So, Christi, ich habe vor kurzem in einer No Man's Sky-Folge angeteasert, es kommt ein Spiel, das überraschend für mich persönlich kam, was ich nicht auf dem im Fokus gehabt habe. Genau, das habe ich nicht im Fokus gehabt, Quake 2021. Ich habe schon mal gespielt. Ich habe jetzt das erste Level, kenne ich soweit, wenn ich es nicht schon wieder vergessen habe, zu 85% habe ich sicher wieder vergessen, was alles kommen wird und kommt und wird und war und bla bla bla. Gehen wir es einmal an. Ich werde mich bemühen, zu speichern. Und der Rest ergibt sich. Genau. Also was? Wir machen es auf normal. Genau. Bei diesem Korridor wählst du normal. Na wirklich, steht er da. Ja, was haben? Über diesen Korridor wählst du normal. Ja, da sind wir. Was sind wir jetzt da? Ich muss mir erst wieder recht finden. Komm mal da auf. Dies ist die erste Episode, Dimension der Verdammten. Die mystische Vergangenheit wird lebendig. Wird geladen. Es gibt ja angeblich, ich muss erst schauen, ich muss mich erst informieren und hin und her. Ich spiele das auf der Xbox. Angeblich sind ja da alle Erweiterungen dabei. Das werden wir aber im Laufe der Zeit erst sehen. Vorerst einmal machen wir heute mal nur die erste Episode. Dann kommt eh wieder 7 Days to Die und No Man's Sky. Und ich werde in der Zwischenzeit schauen, dass ich da ein bisschen weiterkomme. Ich habe absolut keine Ahnung mehr von dem Spiel. Es ist wirklich. Soll ich die Geheimnisse übersehen? Irgendwas bitte nicht best sein. Ja, wie gesagt, bitte nicht best sein, aber. Warte mal kurz. Optionen. Sound. Warte, ich spiele keine Musik. Die Quake-Spiele haben sie eigentlich auch durch einen relativ guten Soundtrack ausgezeichnet, oder ist der doch gar nicht? Ah, ich glaube, ich vertue das jetzt mit Doom. Ich kann natürlich auch sein. Warte mal, kann ich speichern. So, Spiel gespeichert. Das Wichtigste überhaupt, du kannst da rüberspringen. Wenn der alte Mann versucht, alte Spiele zu spielen, das kann in die Hosen gehen. So. Jetzt Kruzifix. Warte mal, da gibt es ja noch eine Einstellung. Ich habe vorhin schon ein bisschen probiert einzustellen. Gameplay. Immer rennen. An. Wippen der Kamera aus. Fadenkreuz an. Hauptstil minimal. Ah, jetzt ist schon besser. Genau. Jetzt kommen wir da auch drüber. Sophie. Bisschen Rüstung. Den nehmen wir gleich mit. Hui! Ich glaube, ich verwechsel das gerade mit Doom und dem Soundtrack. Hoppala! War jetzt um Pfeifen. Ach so, da bin ich einer gerutscht. Schau mal kurz da auf, da ist ja was. Also na, da war ich schon. Gehen wir da wieder zurück, Gabi. Was, damit ich wenigstens einmal ein bisschen was Moderneres spüre. Ha! Naja, über 20 Jahre alt, gell? Aber Hauptsache, es ist modern, neu aufgelegt. Wo ist Hundi? Ja, komm her, Hundi! Meh. Klack, klack. Vielleicht kannst mir du helfen. Hat Quake nicht immer. Hat Quake nicht auch einen Soundtrack gehabt? Wie
gespeichert. Na gut, dann müssen wir uns jetzt da wieder ein bisschen was zusammensuchen. Warte mal. Da gibt es ja für normalerweise auch immer so diese komplexen Dinge. Warte mal, was ist da? Da ist auch nichts. Ah! Schurke, so schnell geht Heilung. Ja, dann gehen wir weiter. Ja, Wuffi! Was war jetzt? Ich hab nichts da. Friendly Fire. Na bitte, jetzt haben wir es benannt. Töte ein Monster mit dem Angriff eines anderen Monsters. Okay. Ich hab jetzt zwar nicht gewusst, oder ich weiß jetzt zwar nicht, was ich gemacht habe, aber wir wollen irgendwas gemacht haben. Ey, cool, wir haben eine Nagelpistole. Hola. Und solltest du irgendwelche Krankheiten haben, zwecks diesem komischen Dingsbums da, dafür entschuldige ich mich. Aber es ist halt einfach dieses Tempo, was das Spiel hat, gell? Einmal schauen. Vielleicht holen wir das Spiel für den PC auch. Gibt es ja, glaube ich, auf Steam. Muss ich schauen. Mit Maus und Tastatur war das schon geiler. Ich sag es. Aha. Da hat wer Magenkrummen. Also einen krummen Magen. Das heißt, der hat Hunger. Ach, da schau herst. Was ist er? Du hast den Biosuit. Okay, gut, das ist klimaneutrales Spielen. Genau. Aus biologischem Anbau. Sehr gut. Ja, Wuffi! Geh da bleibst. Was damit wenigstens meine Xbox wieder mal ein bisschen im Einsatz ist, weil die schaut ja momentan arg durch die Wäsche. Geh zum Verlassen. Slipgate. Warte mal. Das Video läuft erst 8 Minuten. Ich kann es jetzt noch nicht beenden. Geht ja nicht. Achso. Ich weiß jetzt auch nicht mehr, wo da die Geheimnisse sind. Ich weiß, dass es ein paar Geheimnisse gibt. Das weiß ich. Ja. Aber alles weiß ich auch nicht mehr. Warte mal. Da oben waren wir. Also so künstlich schreien brauchst du jetzt auch nicht. Gut. Na gut, dann gehen wir durch das Schlüppertor, also Slipgate, ne? So. Das müsste das Tor sein, ne? 23 Kills, aber ein Geheimnis von 6. Du bist so gut. Du bist ja fast der Weltmeister in dem Spiel. So, dann tun wir da gleich speichern, weil ich vergesse das immer. Machen wir so. Hui, ich bin ja wirklich, du wirst ja mit der Zeit, wenn du so ganz langsame Spiele spielst, wirst du, da ist für dich ja außerirdisch. Weil das Bewegungstempo. Ist für mich zum Beispiel schon wieder außerirdisch, weil ich einfach in einem Moment bin, gell?
Und das Spiel habe ich jetzt da ungefähr eine Woche auf der Xbox. Hab's aber einmal angerührt, die erste Welt durchgespielt. Oder die erste Mission. Und seitdem habe ich es gar nicht mehr angerührt. Habe ich noch Zeit zum Speichern? Spiel gespeichert. Genau, da braucht man einen Schlüssel. Wenn ich mich jetzt nur entsinnen würde, wo dieser Schlüssel immer drum schlüsselt, da haben wir noch ein bisschen Heilung. Was war da jetzt? Boah! Du Potzer, du Schirche! Ah, was Muni ist, ja. Ich weiß halt jetzt gar nicht mehr, wie ich da umgekommen bin. Ich weiß, dass ich da drüben war, aber ich weiß nicht mehr wie. Und ja, in Kürze teste ich auch Unreal Tournament und Doom. Ja, ich hab echt Bock irgendwie auf so alte Spiele. Ich weiß nicht warum. Warte mal, was war da? Da war das mit dem Silberschlüssel, genau. Diese Tür wird woanders geöffnet. Okay. Satans Fratze ist das nicht? Alter, wieso stöhnst denn du? Aha! Ja, als Zuler, die mich auskennen. Irgendwo habe ich einen Weg übersehen, aber ich weiß nicht wo. Wo sind wir hergerollt, gell? Ja. Dann sind wir da auf. Da sind uns die ersten Horden schon entgegengeeilt. Da durch. Da brauchen wir den Silberschlüssel. Da ist nichts. Haben wir uns kurz. Optionen, Multiplayer, Anzeige, Sound, Gameplay. Aussehen, Eingabe, da. Zielhilfe braucht man nicht. Zielen, Achse umkehren. Wenn jetzt dann noch da überall um eins runtergehe, ist es dann bequemer? Bei weitem bequemer. Super! Hätten wir uns den spielerischen Komfort auch noch ermöglicht. Das ist ja ganz was Tolles. Warte mal. Ah, da kann man, da sind wir gekommen, genau. Was hältst du davon, wenn wir mit da runterkrallen? Du hast einen Geheimbereich gefunden, super. Spiel! Ich bin entgeistert, wirklich. Ich bin entblödet. So. Weil mir jetzt wieder so schlau fühlt, dass du mir einen geheimen Bereich gesagt hast. Wo ist dieser Silberschlüssel? Er hang irgendwo in der Gegend rum. Ihn zu finden, das macht mich noch ganz dumm. Diese Tür öffnet sich aber anders. Also, wie gesagt, wenn ich sage, dass ich das Spiel zwar vor einer Woche probiert habe und das erste Level irgendwie geschafft habe, das darfst du zwar glauben, aber ich habe alles wieder vergessen, alles.
Du hast Nägel. Ja. Das freut mich für dich. Da sieht man, dass ich nur keine Ahnung habe oder sehr wenig Ahnung habe von dem, was nach mir zukommt, wo ich hin muss. Habe ich da jetzt unten alles erledigt? Ich weiß es jetzt gar nicht. Warte mal. Schauen wir mal da weiter. Ich schaue da nochmal runter. Weil ich glaube, dass ich noch nicht alles gemacht habe da herunten. Ah ja. Okay, wie komme ich da jetzt auf? Das ist die nächste große Frage, die ich mir stelle. Da bin ich richtig. Ich sehe endlich Gegner. Porto! Na, das hat doch nichts zu bedeuten. Ich war der festen Überzeugung, Quake hat auch so einen Soundtrack wie Doom. Au! Wie wirst du? Böses Pentagramm. Uiuiuiui. Die Tür wird woanders geöffnet. Da ist der Silberschlüssel. Na holla die Waldfee herrs. Da kannst du etwas anschauen. Und mit dem Silberschlüssel wird die ganze Welt gerettet. Yippie. Komm her da. Beiden mehr Spaß als wie sämtlicher AAA-Scheiß, den ich im letzten Jahr gespielt habe. So. Machen wir so, machen wir so. Allein schon nur durch das schnelle Gameplay, was das Spiel ermöglicht. Da sind wir da, da sind wir gekommen. Ah! Der Oberluzi! Hallo Horny! Das ist der Horny aus Dungeon Keeper gewesen. Ein saugeiles Spiel. Ich hab's eh schon mal probiert. Am PC. Ich hab's eh schon mal probiert am PC zu installieren und zu spielen. Aber ich habe ein paar kleine Probleme. Dungeon Keeper bereitet mir sehr große Sorgen, Nöte und Probleme. Ah, da muss ich wieder zurück, glaube ich. Okay. Au! Was ist da? Jetzt ist da wieder zu. Da brauche ich nichts. Passt, dann gehen wir da wieder zurück, glaube ich. Also nein, muss er durch den Torbogen da. Okay. 10 Minuten. Super. Okay. Weiter. Wird geladen. Passt.
Wir sehen uns in der nächsten Ausgabe von Quake. Wenn du ein bisschen Spaß gehabt hast bei Old School. Old zu old, gell? Young to young. Und wenn du Spaß gehabt hast, freue mich vielleicht. Sicher dich beim nächsten Mal wieder oder sonstiges. Wenn du Spaß gehabt hast, immer subjektiv gesehen. Bis zum nächsten Mal und Baba dabei. Ich speichere da natürlich. Ja. Der alte Tati hat nicht vergessen zu speichern, gell? Machen wir einen zweiten Spielstand. Bis zum nächsten Mal. Baba.